Moin Leute, ja herzlich willkommen. Unser Wagen ist hier gerade voll geworden und den schicken wir jetzt auch wieder Richtung Reederei zum Verkauf. Und ja, wir können auch mal eben ganz kurz gucken, was ist überhaupt aus dem Preis geworden. Ist der immer noch so, ja, ist fast annähernd gleich geblieben. Das ist doch schon mal schön. So, haben wir hier irgendwas Tolles? Westwiese oder sowas? Nein, natürlich nicht. So, genau. Und den Schwung nehmen wir mit und fahren hier wieder hoch. So, komm, kämpfen, kämpfen, kämpfen jetzt. Auf geht's. So, den können wir mal eben kurz. Den können wir mal entleeren. Den können wir hier rauffahren. Und auch entleeren. Ah, scheiße. So, den können wir dann wieder weiterfahren lassen. Und dann können wir zurück switchen und dann können wir hier überhaupt weitermachen. So, dann richtig schön zuballern den Hof. Voll mit Futter, damit das wirklich ein paar Tage reicht. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann sogar schon reicht mit dem, also allgemein mit dem 10 Millionen, was wir durch Milchgeld bekommen. So, der hat hier echt immer Probleme, also irgendwas ist anders hier. Aber gut, das ist jetzt relativ wenig, das ist schon okay so. So, dann haben wir den auch. Kann der auch wieder weiter. Ja, jetzt haben wir eigentlich gerade ein bisschen Zeit, um nochmal vielleicht eine Tour hier Strom mitzunehmen. Düsen wir mal los. Theoretisch hätten wir auch Heu oder Silage nehmen können. So, nehmen wir ruhig schon mal die Spur hier mit. Wo wir anfangen, ist ja egal. Dann können wir hier rüber wechseln.
Ja, und die Stroh, das Stroh, was wir jetzt hier haben, das können wir dann auch in den Stall als Einstreu nehmen, geben. Da wird es, glaube ich, gerade auch ganz gut benötigt. Ich schau mal kurz. Ah, 54.000. Gut, derzeit ändert sich ja nicht viel dran, aber wenn wir mal spulen, dann wäre das schon okay, wäre das schon ganz praktisch. Ach, wobei, den bringen wir noch kurz weg zur Fabrik. Scheiße, nicht gesehen. Was ist hier passiert? Meine Fresse, das war aber jetzt nicht ich. Ach nee, und er ist weitergefahren. So ein Dreck. Und wir dürfen es ausbügeln, ne? Gerade noch Glück gehabt, dass wir hier, dass der noch in Reichweite ist. So, und so langsam brauchen wir Gerstennachschub. Sonst haben wir da bald ein Problem. Ah, wir müssen erstmal hier. So, ihn hier. So, mal gucken, mal, was diesmal schafft, um die Kurve zu kommen. Aber diesmal sieht es wieder gut aus. Wahrscheinlich, wenn da Verkehr ist, hat er irgendwie Probleme oder so, keine Ahnung. Hat sonst eigentlich auch immer gut geklappt. Und auf einmal macht er da manchmal Probleme. Das ist echt komisch, wie der sich hier drum gewickelt hat.
So. Ja, jetzt müssen wir erstmal zusehen, dass wir wieder ein bisschen Gerste hier reinbekommen. Pizzakrise aus den Augen, alles klar. Nichts für uns dabei. Ach, das Strohlager ist voll. Okay, okay. Dann machen wir es mal so. Damit wir hier überhaupt die Stroh nochmal reinkriegen können. Wobei ich glaube, das Heu wird uns da einen Strich durch die Rechnung machen. Denn das ist jetzt nämlich so langsam leer. Jo, das ist natürlich jetzt unpraktisch, ein wenig. Okay, dann machen wir mal was anderes. So, den hier, den lasse ich nochmal losfahren. Den hier jetzt gerade nicht. So, und dann schnappen wir uns den hier mal und dann machen wir mal eben ganz kurz den Eimer voll. Ausnahmsweise. Dann haben wir später halt ein bisschen weniger zu tun. So, und da müssen wir jetzt nicht so großartig umdisponieren. So, einmal hoch runter und dann, ja, oder wahrscheinlich sogar dann nochmal die Hälfte hoch oder so, keine Ahnung. Aber es passt schon. Wir können ja hier links die Spuren machen. Hälfte voll. Danach haben wir dann ein paar Linien haben wir ja noch. Wobei, ja, dann nehmen wir lieber die andere Spur. Wird doch voller als ich dachte. Wusste er überhaupt? Weil fertig ist er noch nicht. Ah, okay, der fährt gerade außen rum. Dann ist gut. So, also, haben wir den auch jetzt voll? Jeden Moment und dann switchen wir überall nochmal durch und überall wo was getan werden muss, da tun wir nochmal was. So, und dann ist die Folge auch wieder fast durch. So, das wollte ich noch aktivieren. So, hier dürften ja beide schon sein, genau.
So, also direkt hinterher wieder. Ja, den hier, das müssen wir dann gleich mal machen. Erst brauchen wir ein bisschen Heu im Tank, dann das Stroh raus und dann können wir dann wieder uns ums Mischfutter kümmern. 538.000. Das ist eine schöne Summe. Da kommt er erstmal eine Weile mit hin, denke ich. So, schön rein damit. Dann gucken wir mal. Oh, nicht, dass das jetzt gleich bei der Silage Probleme gibt. Nein, sollte eigentlich nicht. So, jetzt haben wir ja immerhin schon wieder fast einen halben Wagen, Platz, nein, nicht ganz, 14.000. Das könnte nochmal interessant werden. Zur Not kippen wir hier nochmal die Silage, die wir hier haben, rein. Ach, was heißt zur Not? Machen wir das eben kurz. Keine Experimente. Cooles Ding, also diese Fabrik hat uns doch einiges an Zeit gespart. Schon eine tolle Sache, also das war schon mit diesem Mischfutter-Dingens, Mischfutterwagen, das war schon, ja, nicht so komfortabel da mit dem immer für 12.000 da erstmal zwei Ballen reinzustopfen und so. So, den können wir hier nochmal drunter stellen. So, jetzt hoffentlich, ja, das sehe ich jetzt schon, da haben wir mehr als genug Platz. So, jetzt fehlt sogar Heu theoretisch, so wie wir die Silage nachgegeben haben. So, und wir sollten auch ein bisschen aufpassen. Das habe ich ja wegen des Strohs gemacht, das Vorspulen. Da sollten wir aufpassen, dass die Nachfrage, genau. Na, der Gerstenpreis ist aber im Keller jetzt. Da können wir eigentlich dann fast mit aufhören. Ja, lohnt sich jetzt eigentlich nicht mehr, ne? Gut, Leute, dann sind wir hier erstmal durch. Ich sag danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann, tschüss.